Die Wirtschaft im Ausnahmezustand. Dieser Film begleitet norddeutsche Unternehmerinnen und Unternehmer durch 5 dramatische Monate. Eine Chronologie der Corona-Krise. Die Angst ist halt natürlich, dass es im Mai und Juni und Juli weitergeht, weil dann irgendwann weiß ich halt auch nicht mehr, wie man das noch machen soll. Die Industrieproduktion auf dem tiefsten Stand seit 20 Jahren. Mich interessieren meine Mitarbeiter. Was kann ich denen sagen? Müssen wir in Kurzarbeit gehen? Wie lange müssen wir in Kurzarbeit gehen? Was bedeutet das? Hotels und Restaurants kämpfen ums Überleben. Sicher brauchen wir auch Hilfen von außen, das werden wir alleine nicht schaffen. Werden die Maßnahmen der Politik reichen? Wer glaubt, alle Unternehmen, alle Arbeitsplätze zu retten, der wird wahrscheinlich am Ende auch enttäuscht sein. Klar ist, dass diese Krise Opfer fordern wird. März 2020. Ein Land im Shutdown. Deutschland steht still und dieser Stillstand ist für viele schon jetzt kaum auszuhalten. Experten rechnen damit, dass es zu einem massiven Einbruch der Konjunktur kommen könnte. Dieser heutige Verlust von über 12% ist der zweithöchste Tagesverlust überhaupt und kann daher mit Fug und Recht als Crash bezeichnet werden. Es ist ernst. Für die Wirtschaft, die großen Unternehmen, genau wie die kleinen Betriebe, ist es jetzt schon sehr schwer. Und die nächsten Wochen werden noch schwerer. 6 Uhr morgens am Hamburger Großmarkt. Daniela Beckmann braucht Ware für ihren Blumenladen. Doch Corona legt alles lahm. Normalerweise habe ich von diesen räumlichen Kisten bis zur Decke hoch mindestens 8-9 Stück gestapelt. Dann noch Pflanzen dazu und also eigentlich ist jede kleine Lücke normal gefüllt. Bis vor kurzem musste sie wegen Corona ihren Laden zusperren. Jetzt, Ende März, ist er wieder offen. Der Verlust ist groß. Das war für mich eigentlich so der schlimmste Moment, wo ich in meinen Laden geguckt habe und meine ganzen Blumen gesehen habe und irgendwie realisiert habe, dass ich mal eben 2.000-3.000 Euro einfach so in die Mülltonne schmeiße. Das waren echt schlimme Tage, so gerade der Montag und der Dienstag. Da habe ich auch viel geweint und mir ging es halt auch wirklich gar nicht gut. Eigentlich beginnt im Frühjahr die Hauptsaison für die Blumenhändlerin. Doch jetzt werden Hochzeiten und Familienfeiern abgesagt. Erst Ende Februar hat die 35-Jährige ihren Laden eröffnet und sich damit einen Traum erfüllt. Kurz darauf macht Corona einen Strich durch die Rechnung. An Schlaf ist da kaum mehr zu denken. Ich bin immer morgens gerade auf die Nachrichten. Das ist immer so das Erste, worauf man wartet, um zu gucken, was über Nacht dann doch wieder passiert ist. Muss ich überhaupt einkaufen? Muss ich meine Kunden anrufen und sagen, tut mir leid, ich darf nicht mehr liefern? Das ist im Moment echt wie Lotto spielen, jeden Tag aufs Neue. Um die Ladenmiete zahlen zu können, muss Daniela Beckmann täglich 400 Euro Umsatz machen. Ihre 4 Angestellten hat sie in Kurzarbeit geschickt. Jetzt hilft ihre Mutter aus. Ist natürlich ein gewaltiger Einbruch jetzt im Geschäft, weil sie ihre Events nicht machen kann. Und so sind wir natürlich eigentlich froh, dass sie noch ein bisschen was verdienen kann. Man weiß ja nicht, was noch passiert und man weiß auch nicht, wie lange das noch alles dauern wird. Ne? Denn es steht viel auf dem Spiel. Gerade hat sie 30.000 Euro in die Renovierung ihres neuen Ladens gesteckt. Klar, ist immer App für Orte weg. Guten Tag. Ach, es geht so. Man schlägt sich durch. Treue Kunden bestellen weiterhin Blumen bei Daniela Beckmann. Aber das wird ihre Kasse nicht füllen. Die Angst ist halt natürlich, dass es im Mai und Juni und Juli weitergeht, weil dann irgendwann weiß ich halt auch nicht mehr, wie man das noch machen soll. Also wenn da der Staat nicht irgendwie sämtliche Kosten trägt, ist das gar nicht zu machen. Kiel, Sitz des Instituts für Weltwirtschaft. Einer der führenden Ökonomen Deutschlands auf dem Weg zur Arbeit. Gabriel Felbermeier leitet das Institut. Er und sein Team beraten unabhängig die Bundesregierung und Unternehmen. Sie analysieren weltweite Wirtschaftsentwicklungen. Das fühlt sich ganz eigenartig an. Normalerweise ist hier in der Früh viel los. Die Menschen kommen, die Kollegen kommen in die Büros. Unser Parkdeck ist voll, da kriegt man gar keinen Platz. In diesen Tagen gehen in die Leere.
Normalerweise arbeiten hier jeden Tag etwa 140 Menschen. Zurzeit alle im Homeoffice. Und das, obwohl jetzt die Gemeinschaftsprognose für die Bundesregierung erstellt werden muss. Da arbeiten Institute zusammen, um für die Bundesregierung die Konjunkturaussichten auszuarbeiten. Jetzt extrem wichtig, extrem schwierig. Und man kann das nicht in den üblichen Formaten machen, wo man sich trifft und zusammensitzt und die Modelle gemeinsam rechnet, sondern man muss das sozusagen alles virtuell organisieren. Im Hintergrund toben die Kinder. Ja, das macht es schon deutlich schwieriger. Die Prognose ist wichtig, denn sie soll der Bundesregierung helfen, die wirtschaftliche Lage richtig einzuschätzen. Doch da es eine Rezession durch eine Pandemie so noch nie gegeben hat, ist eine Voraussage auch für erfahrene Ökonomen nicht leicht. Hallo, Gabriel. Also, Stefan. Alles gut? Alles gut, ja. Ja, du bist ja mittendrin in der Gemeinschaftsdiagnose, ne? Das ist schon auch eine ganz andere Situation als normal, oder? Wir haben eine riesige Unsicherheit in der Welt und derzeit ist eben völlig offen, wie lange hält diese Unsicherheit an. Je länger es dauert, desto stärker werden unsere Exportmärkte infiziert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und daran hängt eben im Wesentlichen, wie schnell wir auch hier wieder die Krise überwinden können. Gut, danke Stefan. Alles okay. Gute. Tschüss. Mach's gut, tschüss. Hallo. Ja, wir sehen, dass manche Branchen gar nicht mehr tätig sind, die Tourismusbranche. Wir sehen, dass viele produzierende Betriebe die Produktion eingestellt haben, Volkswagen zum Beispiel, 80.000 Arbeitnehmer. Also das sind große Einschnitte, aber wir sehen auch, dass große Teile der Volkswirtschaft weiter funktionieren. Aber wie groß das ist und wie viel Wertschöpfung abgeschaltet ist und wie viel weiter noch läuft, das ist jetzt aus heutiger Perspektive gar nicht gut zu messen. Dafür sind die Effekte einfach noch zu jung. Im März, zu Beginn der Krise, hat das Institut mit zwei Szenarien gerechnet. Einem optimistischen V- und einem U-Szenario. Halbiert sich die Wirtschaftstätigkeit nur einen Monat lang, bedeutet das gut 4% weniger Wachstum. Im U-Szenario bei 2 Monaten Stillstand und einem schleppenden Hochfahren sind es schon knapp 9%. Schon jetzt im März ist klar, deutsche Unternehmen werden wegen Corona mindestens 150 Milliarden Euro weniger erwirtschaften. Hilferufe in den sozialen Medien. Ich möchte keine von meinen 5 fantastischen Mitarbeiterinnen entlassen müssen. Ich möchte, dass es weitergeht für uns alle. Bitte, bitte, helft uns. Wie ihr seht, nächstes los. Wir haben keine lauten Föhne, wir haben keine Kunden hier drin, kein Balayage. Die finanzielle Ängste, das ist das, womit wir auch alleine gelassen werden. Unsere Unternehmen sind am Rand dessen und am Rand der Verzweiflung. Und ich glaube, sie begreifen einfach gar nicht, wie groß diese Verzweiflung ist. Ende März auf Amrum. Die Nordseeinsel ist seit kurzem für Urlauber gesperrt. Jetzt ist es hier wie ausgestorben. Auch die Zimmer im Hotel Seeblick sind leer. Aber Stillstand gibt es hier trotz Corona nicht. Inhaber Gunnar Hesse verteilt Aufgaben an sein Team. Also ich bin ja, glaube ich, die Einzige, die auf Hör zugestiegen ist. Moosterrasse. Wie weit seid ihr denn gekommen gestern? Also 409 ist abgestrichen bis jetzt. Ich glaube, wir haben auch schon mehr als eine Ferienwohnungsterrasse gemacht. Die sind fertig, die Ferienwohnungen. Alle? Ja. Ja, perfekt. Sobald es geht, machen wir die Türen wieder auf, sobald es uns erlaubt ist. Und wenn wir dann wieder die Hälfte der Stühle wegräumen müssen, dann tun wir das. Aber wir sind auf Standby. Sobald es losgeht, kann bei uns jeder kommen. Nur zurzeit darf noch keiner kommen. Und Chefin Nicole Hesse sorgt sich um ihre 48 Angestellten. Ohne Hilfe vom Staat wird es nicht gehen. Wir wollen natürlich die Löhne weiterzahlen und die entgangenen Einnahmen. Das passt halt nicht zusammen. Ne? Also entweder braucht man tatsächlich Liquidität oder irgendwelche Unterstützung, dass man halt die Mitarbeiter bezahlen kann. Da gibt es ja die Kurzarbeit, die wir auch beantragt haben, was sicherlich ein gutes Ding ist. Aber es nützt mir halt nichts, wenn ich jetzt irgendwie für die Liquidität noch wieder großen Kredit aufnehmen muss. Noch weiß sie nicht, dass der Lockdown auf Amrum fast 2 Monate dauern wird.
Schwierige Zeiten für den Familienbetrieb. Da sieht man halt, das ist alles storniert bis jetzt. Das war ausgebucht. Man sieht einfach, ja, dass da was fehlt. Und das ist natürlich auch ganz traurig, aber nützt ja alles nichts. Die Krise wird für Renovierungsarbeiten genutzt. Auch eine Art Beschäftigungstherapie. Damit weniger Zeit bleibt, um sich zu sorgen. Da, wo das dann losging, dass wir schließen mussten, im Prinzip das Hotel und auch das Restaurant, da haben wir gemerkt, dass das könnte auch gefährlich werden, das Ganze. Und da hat man natürlich auch mal abends mal schlaflose Nächte gehabt, die ersten Tage, aber das bringt ja alles nichts. Man muss dann irgendwie einen Plan machen, wie es weitergeht. Sicher brauchen wir auch Hilfen von außen, das werden wir alleine nicht schaffen. Ein paar Rücklagen haben wir, aber das wird nicht dafür reichen, was da jetzt auf uns alles zukommt. Aber trotzdem muss man weitermachen. Weitermachen. Gegen die Angst und die ungewohnte Stille. Willst du was beweisen? Spring einfach drüber hinweg. Du kannst das Leben leicht nehmen, wenn es das nicht ist. Das Telefon klingelt selten. Wenn, dann storniert nur jemand. Schauen wir mal. Also wir sind noch sehr zuversichtlich. Stecken den Kopf nicht in den Sand. Was ein Ziel kommt irgendwann. Die Tränen waschen dir die Seele rein. Und alles fängt von vorne an. Und alles fängt von vorne an. Normalerweise haben die Amrumer ihre Insel selten für sich. Mehr als 1,3 Millionen Übernachtungsgäste gibt es hier jährlich. Doch wegen der Corona-Pandemie ist alles anders. Wenn jetzt das weiterhin so bleibt, dass wir hier keine Gäste bekommen und das Hotel nicht wieder öffnen dürfen, das Restaurant nicht öffnen dürfen, dann ist ja nicht nur die Vorsaison letztendlich mit Umsatzeinbußen zu rechnen, sondern der komplette Sommer. Und alle, die hier im Sommer arbeiten, ob das ein Strandkorbvermieter sind, Fahrradverleihe, selbst Handwerker, die ja auch von Aufträgen leben, das wäre natürlich wirklich richtig, richtig schlimm. Ne? Also ich glaube, das kann man auch tatsächlich gar nicht abschätzen. Ich mag mir das auch gar nicht vorstellen. Wir sind gewillt, alles zu tun, was notwendig ist, alles zu tun, was Deutschland braucht. Die Angst vor der Pleite. Viele Betrieben brechen die Aufträge weg. Die Mitarbeiter müssen um ihre Jobs bangen. Wir legen gleich alle Waffen auf den Tisch. Das ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. VW setzt auf Kurzarbeitergeld. Ob der Autobauer auch Staatshilfen beantragt, ist offen. Die deutsche Wirtschaft, sie ist im Ausnahmezustand. 19. März. Letzter Schichtwechsel bei VW in Wolfsburg. Ab morgen werden hier erst einmal keine Autos mehr gebaut. Gehen Sie davon aus, dass Sie in 10 Tagen wieder hier sind? Oder? Eh nicht. Ich gehe stark davon aus, dass wir etwas länger zu Hause bleiben, aber... Stillstand, das wird uns hier als Unternehmen viel Geld kosten und dem ganzen Land ja sowieso nicht gut tun, wenn man diese Schreckensnachrichten täglich hört, wie viele Kleinstunternehmen von Insolvenz bedroht sind oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie das endet. Osterode im Harz. Hier sitzt einer der Autozulieferer von VW. Ihn trifft der Werksstillstand mit voller Wucht. Frühstück mit der Familie. Geschäftsführer Sven Vogt stellt mit seiner Firma Gummi- und Silikonteile her, unter anderem für die Autoindustrie. Anfang März sind ihm 70% der Produktion weggebrochen. Was machst du heute auf der Arbeit? Das weiß ich noch nicht genau. Das überlegt er immer spontan. Im Endeffekt ist man zwar immer noch verbal hier, aber man ist schon in Gedanken in der Firma, was ist in 2-3 Wochen? Wie läuft es eventuell wieder an? Wie könnte es anlaufen? Wo müssen wir ransteuern? Woran müssen wir planen? Vor gut 20 Jahren ist er als Geschäftsführer eingestiegen. Damals war das Unternehmen hoch verschuldet. Heute hat es 65 Millionen Euro Jahresumsatz, ist erfolgreich. Das alles wird nun in Frage gestellt. Wenn wir jetzt zusammenbrechen, wenn bei uns im Endeffekt, sage ich mal, die Umsätze wegbrechen, dann würde es ganz schnell gehen, dass wir auch, ich sag mal, 3-5 Millionen pro Jahr Verlust haben. Und damit sich innerhalb von 1-2 Jahren spätestens oder sogar in diesem Jahr die Eigenkapitalquote komplett in eine Verlustquote umdrehen könnte. Und wenn die Zukunftsperspektive nicht da ist, dann sind wir genauso krank wie vielleicht andere Unternehmen, die jetzt schon vor der Krise geschwächelt haben. 1200 Mitarbeiter hat das Unternehmen weltweit. Rund 450 in Deutschland. Alle sind davon abhängig, dass es gut läuft. Doch bereits jetzt werden weniger Autos verkauft.
Morgen. Morgen. Und wie ist der Stand? Keine weiteren Krankmeldungen erstmal, außer die von Herrn. Fieber sozusagen. Ja. Ne? Na, dann hoffen wir mal. Bleibt er im Kontakt mit Frau sozusagen? Perfekt. Und hier in Osterode soweit alles okay? Alles gut. Super, alles klar. Dann bis nachher. Ja. Sein Problem ist die Liquidität. Wie lange reicht das Geld noch? Die Zahlungsmoral auch großer Unternehmen verschlechtert sich. Hilfe erhofft er sich von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der KfW. Ein zäher Prozess. Das war schon eine Extremheit zwischen dieser Euphorie, als Herr Scholz und Herr Altmaier sagten, wir holen die Bazooka raus und jetzt geht's los. Das war wie bei meiner Bundeswehrzeit, die Bazooka hatte nur Ladehemmung. Es kam nichts. Wir waren, ich sag mal, als wirklich, wir stufen uns als wirtschaftlich starkes Unternehmen ein, gesundes Unternehmen. Hat mein geschäftsführender Kollege gesagt, pass auf Sven, wir machen es gleich so, wir machen mal einen Antrag. Vorsorglich, wir sind die Ersten, wir wollen vorne in der Reihe stehen, wir beantragen mal, was passiert, wenn wir 2-3 Monate so einen Fall haben. Unsere Hausbanken haben sofort mitgezogen, muss man in dem Falle ganz klar sagen. Die Antwort war von der KfW, ja, gucken wir mal. 6 bis 8 Wochen Arbeitszeit, wo jeder sagt, kann gar nicht sein. 6 bis 8 Wochen Wartezeit in der Krise. 2,4 Millionen Euro hat Vogt bei der KfW beantragt. Es soll lediglich zur Sicherheit sein. Dass er das Geld noch bitter benötigen wird, ahnt er jetzt noch nicht. 40% seines Unternehmens sind direkt abhängig von der Autoindustrie. Es ist eines der beiden Produkte, die Sie an einem Fahrzeug brauchen, um die Gänge zu schalten, die Gasse zu schalten. Und wir stellen normalerweise in der Woche davon für den VW-Konzern weltweit 70.000 bis 80.000 Einheiten vor oder her von 2 Varianten, also rund 200.000 Stück pro Woche. Momentan sehen Sie, ist hier null. In der benachbarten Halle läuft die Produktion noch. Hier werden Atemschutzmasken für die Feuerwehr hergestellt. Um Kurzarbeit zu vermeiden, bauen seine Angestellten derzeit Überstunden ab oder haben Urlaub genommen. Wird das reichen? Ich kann Ihnen immer nur sagen, Leute, denkt dran, wir sind ein Familienunternehmen. Wir werden das durchstehen, wir werden das gut durchstehen. Aber auch mir schwindet irgendwann, sage ich mal, die Hoffnung, weil wir nicht wissen, was passiert. Weil wir nichts hören aus der Politik, so und so sieht's aus. Wie sieht denn der Plan Wiedereinstieg aus? Ein ganz, ganz schwieriges Thema, ja. Kurzarbeit würde für die Belegschaft einen hohen Einkommensverlust bedeuten. Gemischte Gefühle halt, muss ich sagen. Meine Frau ist Friseurin halt, die ist jetzt schon zu Hause. Da macht man sich halt schon einen Kopf halt. Ne? Wie geht's weiter? Wie sieht's nächste Woche aus? Ne? Wahrscheinlich kleinere Wohnung auch oder was, ne? Erstmal für die Überbrückung oder was, ne? Miete und alles. Oh. Da sind mir schon die Augen etwas feuchter geworden, muss man ganz klar sagen, weil die Leute das aussprechen, was sie fühlen und denken. Was passiert mit mir? Kleinere Wohnung, Auto weg, alles andere weg. Was passiert mit ihren Kindern? Und so schlimm es ist, ich könnte denen keine Antwort geben. In Norddeutschland haben rund 120.000 Betriebe bis Mai Kurzarbeitergeld beantragt. Die Angestellten erhalten während der Kurzarbeit 60% ihres ausgefallenen Nettolohns. In einem Haushalt mit Kindern sind es 67%. Bis Ende Mai werden etwa 7,3 Millionen Menschen bundesweit in Kurzarbeit sein. Und was bedeutet so eine Krise in einer strukturschwachen Region wie dem Harz? Vogt engagiert sich seit Jahren für die Stadt. Sonst ging es immer darum, Fachkräfte zu finden, sie hier zu halten, ihnen ein attraktives Umfeld zu bieten. Und jetzt? Alle Unternehmer vor Ort machen sich Sorgen, auch Lars Eggers. Wir haben ja schon in Osterode einen höheren Leerstand und nun muss man schauen, wen es dann noch alles trifft. Ne? Das ist ja wie bei der Reise nach Jerusalem. Es bleibt immer einer dann auf der Strecke. Da müssen wir mal gucken, wer das sein wird. Ne? Ich kann sagen, ich lebe für die Region. Wir machen hier viel und das hat jetzt so einen richtigen Dämpfer. Ne? Wir haben so eine Notbremsung gemacht. Wir hatten im letzten Jahr, wir haben viel aufgebaut, viele Veranstaltungen gemacht. Wir für die Bürger gemeinsam miteinander. Da ist jetzt erstmal eine Vollbremsung da. Und ob das wieder alles so 1:1 in kurzer Zeit zum Leben errufen werden kann, ich hoffe es, aber es wird sehr schwer werden. Ja. Noch immer Ausnahmezustand im Institut für Weltwirtschaft in Kiel.
Heute hält Gabriel Felbermayr einen Online-Vortrag über die wirtschaftlichen Folgen der Krise. Ja, guten Morgen, Herr Nussbaum, meine Damen und Herren. Ja, das ist auch für mich jetzt das erste Mal, so einen virtuellen Roundtable bestreiten zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass alles glatt geht. Was uns eigentlich interessieren sollte, ist 40 mittelständische Unternehmen lassen sich von ihm informieren. Natürlich hat China damit angefangen, zumindest haben wir es dort mitbekommen. Wir haben schon eine sehr viel höhere Durchdringung durch den Virus. Also die Fallzahlen pro Million Einwohner sind schon deutlich höher in Deutschland. Das Institut schätzt, pro Woche erwirtschaften deutsche Betriebe durch den Shutdown 33 Milliarden Euro weniger. Wie erlebt er die Unternehmer? Eigentlich relativ gelassen, ne? Obwohl die natürlich genau wissen, was das für ihre Geschäftsmodelle bedeutet, die zählen sozusagen die Stunden, in denen sie keinen Umsatz machen. Aber Panik? Nein. Denn die deutsche Wirtschaft ist stark, sagt Felbermayr. Ich habe viel mehr Sorgen, dass das rundherum in eine Krise kommt und wieder Schwierigkeiten hat, sich aus dieser Krise zu befreien. Da denke ich an Italien, an Spanien, vielleicht auch an Frankreich. Das sind wichtige Eurozonenländer, das sind wichtige Handelspartner für uns. Immer noch ist die Eurozone unser wichtigster Export- und Importpartner. Und wenn dort die Krise nicht in V-Form verläuft, also wir stürzen jetzt ab wirtschaftlich und kommen schnell wieder zurück, sondern ein langgezogenes U passiert, dann zieht das auch Deutschland mit runter. Das ist das Szenario, das mir zurzeit am meisten Sorge macht. 3 Wochen später im Hotel Seeblick auf Amrum. Ende April ist die Nordseeinsel weiterhin abgeriegelt. Hier gibt es keine Corona-Fälle, aber auch keine Besucher. Die 48 Angestellten des Familienbetriebs sind mittlerweile in Kurzarbeit. Und immer mehr Stornierungen im Buchungskalender von Nicole Hesse. Hesse Hotel Seeblick, schönen guten Tag. Ja, tatsächlich. Im Moment weiß man ja gar nicht so genau. Ich meine, ob wir dann nachher letztendlich nachher geöffnet haben, das wissen wir ja jetzt auch noch nicht. Aber das ist ja nun August, was Sie anfragen. Und ja, da bin ich doch schon sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Das sind ja noch 4 Monate. Ja, bleiben Sie schön gesund. Danke. Tschüss. Nicole Hesse kämpft um ihren Betrieb. Die Corona-Krise droht die Existenz des Hotels zu vernichten. Wenn man jetzt den Kontostand sich anguckt, dann kann man vielleicht auch wütend werden, weil letztendlich ist das, es ist so ein Familienunternehmen, was wir hier aufgebaut haben, 4. Familiengeneration. Also meine Schwiegermutter hat das alles mit aufgebaut und dass das jetzt alles so den Bach runtergeht, ohne dass man irgendwas selber verschuldet hat, das macht einen dann natürlich schon, also ja, so eine Mischung aus wütend und traurig. Seniorchefin Angelika Hesse sorgt für Maskennachschub auf Amrum. 40 Jahre lang hat sie das Hotel geleitet. So hat sie es noch nie erlebt. So unheimliches Gefühl ist das, weil man so ungewiss ist. Ich kenne das ja gar nicht. Ich bin immer mit Gästen aufgewachsen. Aber andererseits kann man sich nicht vorstellen, wenn man sein ganzes Leben sowas gemacht hat, dass es auf einmal nicht mehr ist. Also wir hangeln uns immer so weiter von Woche zu Woche und eigentlich... Nee, wir verbreiten keinen Optimismus, wir sind so. Meine Schwiegertochter sagt immer, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es einfach noch nicht zu Ende. Und so muss man das sehen. Auch im Hotelrestaurant darf niemand mehr einkehren. Aber aufgeben ist keine Option. Daher Lieferservice und Takeaway-Grillhähnchen für die Amrumer. Hier 3 Hähnchen und hier 2 Hähnchen. Manchmal fällt es natürlich schwer, sich zu motivieren, aber wir müssen halt auch als Chefs dafür da sein, unsere Mitarbeiter morgens wieder abzuholen. Und ganz oft helfen uns unsere Gäste, die dann bestellen, die dann halt quasi so wie jetzt 65 Hähnchen schon vorbestellt für heute. Auch wenn das die Kosten nicht deckt, ist es halt für die Seele ganz gut, dass man auch eine Aufgabe hat und was tut. Und das geht nicht nur mir so, sondern allen meinen Jungs und Mädels natürlich hier auch. Doch selbst der Chef braucht eine Perspektive, um weiterzumachen. Also ich hoffe mir von der Politik, dass wir die Inseln und auch die gesamten touristischen Gebiete wieder aufmachen können. Weil, glaube ich, sonst hier der Ofen ganz schnell bei vielen Betrieben aus sein wird. Und auch wir können das jetzt auch nicht mehr mit unserem Mittagsteller, das ist nett. Aber das deckt bei weitem nicht die Kosten. Und irgendwann, wenn wir jetzt wüssten, das geht noch 3 Monate so, dann müssten wir irgendwann mal ganz abschließen. Weil das wäre dann wirtschaftlicher, als hier rumzuspielen so ein bisschen. Und da brauchen wir jetzt eine ganz klare Entscheidung und einen ganz klaren Fahrplan jetzt auch nächste Woche.
Niemand weiß hier, wie es weitergeht. Erst 2 Wochen später wird die Landesregierung Schleswig-Holstein einen Zeitplan vorlegen. Lagebesprechung mit Tourismuschef Frank Timpe. Wie kann Amrum die Krise überstehen? Mehr als 90% leben hier vom Tourismus. Von daher ist natürlich auch eine große Sorge. Die Menschen, die Betroffenen, sie brauchen nicht nur eine zeitliche Perspektive, sie brauchen ein Signal im Moment, wie man letztendlich seinen eigenen Betrieb noch darstellen kann. Und das ist sicherlich auch für die Politik eben im Moment ein ganz schmaler Grat, da den richtigen Weg zu gehen. Noch ahnen sie nicht, dass Amrum schon ein paar Wochen später einen Touristenansturm erleben wird. Ende April 2020 in Hamburg. Der Shutdown wird schrittweise aufgehoben. Bund und Länder haben sich auf weitere Lockerungen der Corona-Auflagen verständigt. Wir finden uns täglich im Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Normalität und Freiheit, aber der gleichzeitigen Sorge um die Sicherheit der Bevölkerung. Es wird keine Großveranstaltungen geben können, es werden keine großen Events stattfinden können auf absehbare Zeit. Nach langen Wochen mit Einschränkungen hoffen viele Menschen, dass doch noch der Sommerurlaub möglich ist. 9 Uhr morgens. Daniela Beckmann hat ihren Blumenladen geöffnet. Ob sich das heute überhaupt lohnt, weiß sie noch nicht. Kundschaft kommt jetzt selten. Denn es ist ein schwieriger Start in eine neue Normalität. Mit Abstandsregelung und Maskenpflicht. Vielen Dank. Jo, tschüss. Mittlerweile ist es 2-3 Wochen her. Die Leute haben sich daran gewöhnt. Sie wissen, sie kommen ohne Maske nirgendwo rein. Dann akzeptiert man das. Aber also der Anfang war für viele schon so, Gott, nein, so ein Ding aufziehen, das mache ich nicht. Ne? Ihr Geschäft läuft weiterhin nur auf Sparflamme. Mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Dadurch, dass die Kitas geschlossen sind, haben wir halt ein großes Personalproblem. Und ich stehe fast alleine hier und dementsprechend fängt mein Tag meistens schon nachts um 2:30 an. Und wenn wir hier um 14 Uhr zumachen, habe ich schon 12 Stunden hinter mir. Ne? Doch mit Laufkundschaft allein kann sie nicht überleben. Und wegen Corona sind weiterhin alle Feiern abgesagt. Eigentlich ihr Hauptgeschäft. Im März sind mir gute 10.000 Euro weggebrochen. Und im April ist es relativ identisch. Also es hängt natürlich auch immer von den Veranstaltungen ab, was wäre gekommen. So, ne? Normal wären Konfirmationen gewesen, Kommunionen wären gewesen. Die Hochzeiten gehen los, Taufen. Das ist so typisch immer für Mai. Und da ist einiges, was verloren geht, also bestimmt auch noch mal so um die 10.000, 15.000 Euro. Deshalb hat sie bereits im März finanzielle Unterstützung vom Staat beantragt. Das Schutzschild der Bundesregierung setzt sich aus etlichen Maßnahmen zusammen. 2,2 Millionen Unternehmen werden bis Ende Mai einen Antrag auf Corona-Soforthilfe gestellt haben. 14,3 Milliarden Euro sind bis Ende Juli ausgezahlt worden. Bei der Hamburger Corona-Soforthilfe zum Beispiel wurden von 65.000 Anträgen 4.000 Anträge Mitte Juli noch nicht abschließend bearbeitet. Auch Daniela Beckmanns Geld ist immer noch nicht da. Über die Hotline will sie Auskunft bekommen. Gleich besetzt. Die Zeit drängt, denn die Ersparnisse sind aufgebraucht, der Dispo ausgereizt. Ich selber habe halt kaum Gehalt, um irgendwie alles erstmal immer zu decken. Ja, irgendwie ein bisschen familiäre Unterstützung. Meine Schwester, die mal was reinschubst, meine Mama. Und wenn es geht, gebe ich es wieder zurück und hole mir es wieder, wenn ich es wieder brauche. So läuft das im Moment. Osterode im Harz, Mitte Mai. Seit 2 Wochen läuft die Produktion bei KKT wieder. Statt 3 allerdings nur 1 Schicht pro Tag. Mit Ach und Krach. Allein zwischen März und Ende Mai sind in Deutschland 485.000 Autos weniger als im Vorjahr verkauft worden. Schreckensmeldung. Weil das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist eigentlich, dass die Nachfrage bei 10-20% nur noch liegt. Die Kosten, die sie benötigen, um 10-20% zu produzieren, sind aber annähernd bei 70-80% der Vollkosten. Das heißt,
Nur kleine Abnahmen sind noch schlimmer als gar keine Produktion. Ja, der Shutdown hat vielen großen Unternehmen in der Gummibranche, Reifenwerken oder auch großen Gummiherstellern die Möglichkeit geschafft, die Kosten runterzufahren. Bei 10-20%, da haben sie ein Fixkostenlevel, der zu hoch ist. Der ist noch ruinöser. Und das hören wir von ganz, ganz vielen. Gut läuft es also nicht. Vom KfW-Kredit musste Sven Vogt bereits 800.000 Euro ausgeben. Dass die Autobranche am Boden ist, bekommt er gerade massiv zu spüren. Denn ständig werden Aufträge storniert. Besonders der April war ein harter Monat. Es kam jeden Tag eine Horrormelder nach der anderen. Es wurde ein Abruf nach dem anderen storniert, sodass wir eigentlich bis auf ganz wenige ausländische Versorgungseinheiten, also außerhalb von Europa, auf ca. 20% des normalen Auftragsvolumens gerutscht sind. Der Mai ist, muss man sagen, auch jetzt noch nicht absehbar, weil auch jeden Tag wieder Veränderungen, Stornierungen reinkommen, dass wir, wenn es gut läuft, auf vielleicht 30-35% kommen. Auch seine Familie leidet unter der Belastung. Zu Hause sind seine Kinder im Homeschooling. Seine Frau ist eigentlich als Juristin ebenfalls im Betrieb tätig. Jetzt muss sie Lehrerin spielen. Was heißt Endpass? Warte. Also habe ich da Écoutez sa mère. Was hast du beim ersten? Hier, das Beispiel habe ich nicht aufgeschrieben. Das ist Nummer 1, also 1, 2, 3, 4, 5. Dann sag mir, was du bei Nummer 3 hast. Ferré attention. Das ist natürlich kein Zustand auf lange Sicht gesehen, immer irgendwie abends zu arbeiten oder halt an den Wochenenden oder mal zwischendurch. Man ist immer zwischen den Stühlen gefangen. Eigentlich müsste man dieses machen, eigentlich müsste man jenes machen und man muss so vieles und macht nichts richtig. Und das Gefühl hat man halt die ganze Zeit. Man merkt wirklich, dass die Eltern unter Stress sind. Zu Pfingsten fährt Schleswig-Holstein als erstes Bundesland den Tourismus wieder hoch. Urlauber stürmen die Insel Amrum. Auch für das Hotel Seeblick ist die zweimonatige Zwangspause vorbei. Fast alle Zimmer sind ausgebucht. Der neue Corona-Alltag ist eine Umgewöhnung für Personal und Gäste. Jetzt gibt es viele Verordnungen, viele Vorgaben und man weiß irgendwie nicht, was richtig und was falsch ist. Und da eben die Sicherheit zu zeigen, dass das, was wir machen, dass es so richtig ist, wie wir es machen. Und dann eben die Gäste da auch so einzunorden, ne? Weil die natürlich auch nicht wissen, wie es woanders läuft, weil eben alles neu ist, alle sind irgendwie noch unsicher. Das ist schon eine Herausforderung, da eben mit dem Team gemeinsam das dementsprechend zu übermitteln. Es ist ein Probelauf für die Sommersaison. Frühstück wird jetzt in zwei Schichten eingeteilt. Die Gäste müssen um 8 oder 9 Uhr für ihre Brötchen anstehen. Gelingt der Spagat zwischen Urlaubsgefühl und Hygienemaßnahmen? Eigentlich können wir unseren Urlaub trotzdem gut genießen. Abstand halten ist halt das Wichtigste, ne? Mit dem Mundschutz, da gewöhnt man sich dran. Halt, dass jeder ein bisschen anstehen muss, das ist halt so. Ich habe schon lange vorher gebucht, also im Oktober. Und hätte ich es vorher gewusst, hätte ich nicht gebucht. Also ich hätte kein Hotel gebucht unter diesen Maßnahmen. Als Gast fühlt man sich unfrei. Man muss sich nur immer korrekt verhalten. Du hast immer das Gefühl, du machst irgendwas verkehrt, wenn du diesen Mundschutz irgendwie gleich vergisst oder irgendwie so. Bislang war Amrum wie unter einer Glasglocke. Hier gibt es kein Krankenhaus. Kommt nun mit den Touristen auch das Virus auf die Insel? Mal so unter uns zweien. Wir waren hier völlig safe. Wir waren hier 2000 Leute, die nichts hatten. Kam keiner hin, kam keiner weg. Und alle, die mal zum Zahnarzt sind oder so zum Festland, die haben sich 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Und jetzt haben wir von 0 auf 100. Und deshalb laufen wir alle so rum, wie wir aussehen. Und manche sagen, kommst du gerade aus dem Chemielabor? Ja, komme ich jetzt gerade mal. Die Küche läuft wieder auf Hochbetrieb. Doch auch Chef Gunnar Hesse muss viele Verordnungen umsetzen. Also die meisten Gäste sind natürlich verständnisvoll und sind glücklich, dass sie im Urlaub da sind. Es gibt aber natürlich, das ist im Leben ja immer so, auch Gäste oder Menschen, die glauben, die kommen dann in den Urlaub und hier ist alles, hier gibt es kein Corona und das
Die haben das nicht begriffen, dass diese Gesetze auch halt für uns gelten. Die glauben, im Urlaub ist das alles nicht so und Amrum ist heile. Und ist ja auch, aber deswegen machen wir das ja genauso oder müssen wir es genauso machen wie die anderen. Auch für Strandkörbe gelten neue Abstandsregeln. Doch das schreckt auf Amrum keine Urlauber ab. Die Deutschen wollen raus nach wochenlangen Einschränkungen. Davon könnte auch das Hotel Seeblick profitieren. Was die Sommersaison bringen wird, weiß Nicole Hesse noch nicht. Die nächsten Monate werden entscheidend sein. Also ich mache tatsächlich erst am 31.12. Strich darunter. Ne? Also natürlich haben wir jetzt Verluste eingefahren, wie alle anderen auch. Wenn wir aber jetzt tatsächlich die Saison ein bisschen verlängern können, also wenn das Wetter sich so im September, Oktober auch so ist, dann kann man ja letztendlich auch in den Monaten noch mal wieder ein bisschen aufholen. Juni, 3 Monate nach Beginn der Corona-Krise. Die Kanzlerin und der Vizekanzler verkünden ein Konjunkturpaket von historischem Ausmaß. Es ist klar, dass das Ganze eine mutige Antwort braucht. Mit dem Kraftpaket, das wir geschnürt haben in der Größenordnung von 130 Milliarden Euro, wollen wir schaffen, dass die Talsohle in der zweiten Jahreshälfte durchschritten wird. Wir wollen aus der Krise raus und es bleibt dabei, unsere Maßnahmen haben Wumms. Die Autobranche in Niedersachsen seit Wochen wie gelähmt. Tausende sind noch in Kurzarbeit. Der Automarkt springt einfach nicht an. Es ist nur noch eine Frage, wie hoch die Verluste dieses Jahr auslaufen. Das muss man ganz klar sagen. Also der Vordergrund bei uns steht wie bei vielen anderen Unternehmen: Sicherung der Liquidität. Auch wir haben von unserem KfW-Volumen schon 2/3 abrufen müssen, um die Schwankungen, auch die schlechtere Zahlungsmoral unserer oder des Gemarktes auszugleichen. Und daher ist es wirklich ein Jahr 2020, was irgendwo so eine negative Stimmung hat, weil man jetzt eigentlich nicht mehr wie in den letzten Jahren immer guckt, was kann man noch besser machen im positiven Sinne, sondern was kann man besser machen, um das Negative zu minimieren. Eine allgemeine Autokaufprämie wäre für die Branche extrem wichtig gewesen, meint Vogt. Auf sie hatte die Bundesregierung im Konjunkturpaket verzichtet. Schon im Juni wollten wir mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Finanzminister Olaf Scholz über die Wirtschaftskrise sprechen. Keine Zeit, die Antwort. Die niedersächsische Staatskanzlei in Hannover. Ministerpräsident und VW-Aufsichtsratsmitglied Stefan Weil wollte mit uns sprechen. Denn er hat Kritik an seiner Bundesregierung. Mir macht Sorge die Situation der mittelständischen Zulieferindustrie. Das sind Tausende von Unternehmen mit Hunderttausenden von Arbeitsplätzen in ganz Deutschland. Viele von diesen Unternehmen standen vorher schon unter Druck durch die Transformation weg von den Verbrennungsmotoren hin zu den Elektroautos. Deswegen hätte ich mir sehr gewünscht, wir hätten im Frühsommer gemeinsam festgestellt, dass es einen Impuls für die Nachfrage geben muss. Stichwort Kaufprämie für Fahrzeuge. Die Bundesregierung hat leider anders entschieden. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Weil fürchtet, dass im Herbst etliche Autozulieferer pleite gehen werden. Gabriel Felbermeier hält eine Kaufprämie dennoch für den falschen Weg. Eine Abwrackprämie, die würde erstens viel Geld kosten, wenn man sie wirklich so gestaltet, dass das auch etwas bringt. Erstens. Zweitens ist es ja so, dass die deutsche Automobilindustrie zurzeit kaum Elektroautos im Angebot hat. Also man würde damit de facto natürlich die Verbrenner fördern. Das konterkariert andere politische Prämissen, wie zum Beispiel die Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft. Und es ist auch unklar, in welchem Ausmaß das überhaupt nachhaltig ist. Ich glaube, wir müssen darüber reden, wie wir gerade Unternehmen, die wir in der Zukunft noch dringend brauchen werden, auch unter den Vorzeichen der Elektromobilität, wie wir diese Unternehmen wirklich jetzt so unterstützen können, dass sie auch eine neue Perspektive für sich sehen können. Wenn man jetzt sagt, wir wollen die Automobilindustrie peppeln und wir geben Kaufanreize, dann geben die Menschen Geld aus für die Anschaffung eines Neuwagens. Geld, das sie dann aber nicht ausgeben können für die Anschaffung einer Wohnung, Wohnungsausstattung, Möbeln, einer Küche oder so. Die Frage ist, warum eigentlich? Müsste man nicht, wenn man die Automobilindustrie peppelt, mit solchen Subventionen nicht auch andere wichtige Industriezweige peppeln? Da kommt man auf keinen grünen Zweig. Dennoch hat auch er Kritik an der Bundesregierung. Ihre Schlussfolgerungen seien falsch. Im Konjunkturpaket hätte sie die Prioritäten anders setzen müssen.
Darum wäre es besser gewesen, mehr zu tun, um die Stabilität der Unternehmen zu sichern, damit die Wahrscheinlichkeit des Jobverlustes geringer wird, dass die Menschen mehr Zuversicht haben, dass sie auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr noch Geld verdienen können in ihren Jobs. Wenn diese Zuversicht da ist, dann wird auch mehr konsumiert. Die 20 Milliarden für die Mehrwertsteuersenkung, die hätten wir lieber dort eingesetzt. Wegen dieser Kritik haben wir noch einmal das Bundeswirtschaftsministerium angefragt. Die Antwort: Alle Verbraucher und auch die Unternehmen würden von der Senkung der Mehrwertsteuer profitieren. Für die Autoindustrie seien Investitionen von bis zu 2 Milliarden Euro geplant. So wie unzählige Selbstständige in Norddeutschland kämpft auch Daniela Beckmann seit 4 Monaten um ihr Geschäft. Und erst jetzt ist ihr Antrag auf finanzielle Unterstützung vom Staat bewilligt worden. Es heißt ja Soforthilfe. Die sollte ja eigentlich relativ sofort kommen. Und dass Leute, die ihr Geschäft komplett geschlossen hatten, dann irgendwie bevorzugt werden, das ist alles für mich total in Ordnung. Aber ich meine, wir haben jetzt bald August und im März hat man es beantragt. Das ist doch schon eine ganz schön lange Zeit für eine Soforthilfe. Nachfrage bei der Hamburger Behörde für Wirtschaft und Innovation. Diese verweist auf über 50.000 bewilligte Anträge. Verzögerungen seien unter anderem aufgrund fehlender Unterlagen entstanden. Warum es bei Daniela Beckmann so lange dauerte, ist schwer zu klären. Fakt ist, die 15.000 Euro vom Staat werden nicht lange reichen. Dazu die Sorge vor Corona. Es wird alles jetzt abgewartet, bis die Urlauber wiederkommen. Man kommt sich so ein bisschen vor wie so ein Kind auf einer Strafbank, die anderen machen Mist und ich muss trotzdem mit nachsitzen. Ne? Also jetzt hat man die Angst natürlich, muss ich wieder meinen Laden zumachen. Man denkt halt gleich schon ein bisschen mehr weiter. Ja, und dann kommen auch wieder einige Ängste hoch. Ne? Harte Monate liegen auch hinter Sven Vogt. Mit Umsatzeinbrüchen, die er so noch nie erlebt hat. Eine hohe psychische Belastung. Runterzukommen vom Alltagsstress, von der ganzen Hektik, wirklich die Belastung, die man im Kopf drin hat, hier so einen Ruhepol zu finden, um wieder eine Erdung zu haben. Ganz, ganz wichtig für mich. Seinen KfW-Kredit wird er komplett aufbrauchen müssen und nicht alle Arbeitsplätze erhalten können. Feste Arbeitsplätze werden gekürzt werden müssen. Auch wir müssen schrittweise darüber nachdenken, dort in den Bereichen, wo wir automobillastig sind, wie wir uns dem anpassen. Wenn Sie 30% weniger Umsatz haben, das hat eine Wirkung in allen Bereichen, ob produktiv oder in der Verwaltung. Auch wir sind davon nicht gefeit. Stand Juli 2020, mehr als 218 Milliarden Euro Schulden wird der Bund machen, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern. Dennoch wird das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr wahrscheinlich um mindestens 6% zurückgehen. Das entspräche der Prognose des IFW vom Anfang der Krise. Klar ist, dass diese Krise Opfer fordern wird. Und dass die Ansage zum Beispiel des Wirtschaftsministers, dass kein Arbeitsplatz verloren gehen wird, dass diese Ansage vielleicht psychologisch einen Wert hatte, um Zuversicht zu stiften, aber faktisch sicher nicht gehalten werden kann. Wir haben die Jobverluste jetzt schon. Und wenn noch mehr Unternehmen dann auch tatsächlich pleite gehen, keinen Kredit mehr bekommen, dann wird das auch weitere Arbeitsplatzverluste bedeuten. Auf die sollten wir uns vorbereiten. Bundesweit gibt es heute etwa 630.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Allein in Norddeutschland sind es über 100.000. Wir sehen ja schon recht klar, dass die Infektionszahlen, das Infektionsgeschehen auch die wirtschaftliche Aktivität stark beeinflusst und treibt. Länder, die mehr Infektionen pro Kopf hatten, sind stärker abgestürzt wirtschaftlich als andere. Deswegen machen wir uns schon Sorgen, dass das Infektionsgeschehen sich noch mal dramatisieren könnte, dass es zu einer zweiten Welle kommt. Das würde viele unserer Rechnungen, die wir jetzt anstellen, zur Makulatur werden lassen. Also der Herbst wird noch mal spannend. Der Existenzkampf geht weiter. Ökonomen befürchten, dass jedes fünfte deutsche Unternehmen kurz vor der Pleite steht. Wer überlebt, wer nicht. Erst Ende des Jahres wird sich zeigen, wie erfolgreich die Hilfsmaßnahmen der Politik wirklich waren.